Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Community vom SimCity Community. 28.000 Leute habe ich in der Stadt. 32.000. Ja, okay. 34.000. Hör auf, ich habe nur 36.000. 36.000. Uncool. Geil. Aber lass mich raten, Steuern? Nee, ich habe vergessen, meine Stadt mit der Autobahn zu verbinden. Da! Und da waren hier überall jedes Haus zum Verkauf oder freie Wohnungen und so. Ich glaube, an dieser Stelle 40.000. Sollte ich mal einen Schnitt machen und einfach mal so ein Facepalm-Moment rein, weißt du? Ja. Ich hab an alles gedacht, nur das Wichtigste nicht. Ups. Weißt du, so ein wirklich so plopp. 47.000 Leute in meiner Stadt, geil. Hör doch auf. Muss ich ja doch wieder die Steuern runtersetzen, um das mehr zu mir kommen. Jetzt der Flughafen. 6.000 in Minus. Was mache ich da? Los? Los? Du bist ja auch ein Witzbold. Nein, ich bin schlau. Schlau gegen die Wand gerannt. Genau. Stark wieder abgeprallt. Mutig wieder Augen aufgestanden. Nee. Schlau gegen die Wand gerannt. Stark abgeprallt. Mutig wieder aufgestanden. Und dämlich wieder gegen gerannt. So, ich glaube, ich werde dann mal hier ein bisschen von der Kohleproduktion zwei dicht machen und nur noch zweimal Kohle produziert technisch anlassen. So, dann Öl. Wie sieht's bei Öl aus? Sieht eigentlich noch alles okay aus. Würde ich auch so lassen wollen. Die Auto-KI ist spitze, ey. Was ist jetzt passiert? Waren die ganze Zeit von der Kreuzung auf eine Straße, in der anderen Kreuzung drehen sie wieder um auf die gleiche Straße, bloß auf der anderen Seite, fahren zu der anderen Kreuzung und drehen wieder auf die andere Seite um. Also sie fahren die ganze Zeit den Kreis. Ey, das passt doch. Niedrige Grundstückspreise. Es kommt Strom in meine Stadt, yeah. 51.000 Leute und die meisten ohne Strom, aber egal. So, da ist noch was. Jetzt ist die Frage, wo ist der letzte? Wo ist das letzte? Okay, stimmt, das sitzt vor meinem PC. Da ist das letzte Gebäude. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ja, genau. Puh.
hier hinten ist ein bisschen Luftverschmutzung. Aber auch nur ein bisschen. Luftverschmutzungskarte? Ja, okay. Das bisschen Luftverschmutzung bei meinem Windkraftwerk. Passt schon. Naja, du musst bedenken. Über meinem Windkraftwerk ist mein Kohlekraftwerk. Und mein Kohlekraftwerk pustet so gesehen die ganze schlechte Luft Richtung Autobahn und dementsprechend auch Richtung dem Windkraftwerk. Mein Kohlekraftwerk ist fleißig im Industriegebiet am Zudampfen. Ja. Strom ist versorgt. Technologie ist auch okay. So. Und das Einkommensschicht. Obere Einkommensschicht, okay. Wieder einen kleinen Stau. Was sind das denn für eine? Das ist ja doof. Vorübergehend vom Bürgermeister geschlossen. Permanent vom Bürgermeister gelöscht. Okay. Uff, ich fühle mich absolut krank. Nett. Ein geheimnisvoller Killer geht rum. Bla bla bla. Ja, schön. Aber um euch dieses komische Büro zu bauen, müsste ich eine juristische Uni haben. Und das kann ich nicht bauen. In Köln bin ich gerade dabei, Unis zu bauen. Geht das dann für dich auch? Ja, in der Region heißt das. Universität mit juristischer Uni in der Region. Okay. Steht das bei dir oben im Chat, dass der Flughafen jetzt abgeschlossen ist? Warte mal. Ja, Großprojekt internationaler Flughafen abgeschlossen. Ticketverkauf startet voll durch. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Also wenn ich jetzt aus Berlin mal rüber gucke, steht dann immer noch, dass es da kein Projekt ist. So, die Negierung kann ich ja da schon mal hinschicken. Ja, Metall habe ich nicht und TV-Geräte müsste man mal schauen. Für die Archäologie. Gott. Was? Warum habe ich nur noch 16.000 Leute in der Stadt? Ich hatte doch eben 56.000. Die gehen alle wieder. Die kommen alle nach Berlin. Jetzt wird's interessant. Eine große Feuerwache mit allem drum und dran. Die steht zwar schon seit gefühlt ein Jahr da, aber okay. Schön, dass man's jetzt erst merkt. Da wird gebaut. Das ist doch schon mal was. Hm.
Na, protestieren die wieder vor meinem Rathaus? Nee, das tun sie mal nicht. Kommt es denn dazu? Protestieren mal nicht vor meinem Rathaus. Das ist ja sehr merkwürdig. LKW in Bewegung verlässt die Stadt. Fährt wie ein Besoffener. Nebenbei. Schlimm. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Der bestimmt fünfte Versuch, Langhagen neu aufzubauen, gefühlt. Ah, hier habe ich es auch. Schicken Sie 1000 Tonnen Legierung zur Archäologie. Wo habe ich denn eigentlich Legierung mit reingebaut? Da. Dann höre ich mal auf hier die... Achso, die exportiere ich sowieso nicht. Ja, dann... Oh, ein großer Dampfer liegt gerade an. Schick. Fast 22.000 für Treibstoff. So. Mangel an Arbeitern. Freut mich, dass es Mangel an Arbeitern hat. Freut mich, es ist ja auch nett. Ja. Machen wir das so. Gefällt mir alles gar nicht. Kohle erforderlich. Ja, dann liefer doch, meine Güte. Brauchst du einfach Kohle? So ein bisschen. Dann verdient mehr. Ja, also die Kohle läuft. Wasser ist auch okay. Abwasser ist auch okay. Müllhalde sieht okay aus. Ach, schon wieder mit Meteoriteinschlag. Du solltest wirklich mal den Himmel verklagen. Oh Gott. Wie sieht's denn bei meiner Feuerwehr so aus? 0 niedergebrannte Gebäude pro Tag. Das sieht doch gut aus. Ja, ich höre schon wieder. Sie demonstrieren schon wieder.
Yay. Die Bürgermeistervilla kann ich bauen. Cool. Brauche Control nicht. Ja, ihr demonstriert, ne? Protestieren, Grund zu viele Keime. Weißt du Bescheid? So, wo ist denn eigentlich mal so ein ganz doof... Ach, da. Da ist mein Krankenhaus. Dann bauen wir mal noch ein paar... zwei weitere Krankenwagen hin. Wellness Center. Wellness Center. Wellness. Wow. Horizon. Horizon. Dann ein Notfallzentrum. Oha. Ist auch schön, ne? Geduldige und ruhige Seelsorger kümmern sich am Telefon um verletzte Sims. So überleben sie bis zum Eintreffen des Krankenwagens doppelt so lange. Zeit bis zum Ableben, zweimal vorherige Zeit bis zum Ableben. Schön. Also bei mir hat sich niemand am Telefon um mich gekümmert. Dann mal so eine komische Regeneration. Ach nee, das ist Diagnoselabor. Die fortschrittlichste Wissenschaft erlaubt. Ich kann schon wieder nicht lesen. Die fortschrittliche Wissenschaft erlaubt schnellere Diagnosen für kranke Sims. Die Pinzetten, ja, Patienten erholen sich damit doppelt so schnell von Krankheiten. Pinzetten. Ja, Pinzetten. Pistinetten und so. Pistinetten. Dann machen wir 13, 12, 11, damit wir wenigstens ein bisschen wieder näher ans Plus rankommen. So, und wo klatsche ich denn mir hier so eine Bürgermeistervilla hin? Ja, das ist eigentlich eine Idee, ne? So schön in der Nähe von den Ölquellen. Bestimmt nett. Hm? Was uns glücklich macht, das sind schöne Läden zum Shoppen. Da hat der Bürgermeister einige schöne Gebäude hingestellt. Das Einkaufen macht hier wirklich Spaß. Mhm. Ist richtig. So. Donnerwetter, haben Sie sich ein neues Haus gebaut, Bürgermeister? Keine Angst. Wir geben das alte Ihrer Mutter. Das ist ja riesig. Wenn Sie Ihre Sympathie hochhalten, können Sie es vielleicht noch mehr erweitern. Nur eine faire Warnung vorweg. Wenn Sie unsere Steuern anheben, kann es passieren, dass wir uns mit
was, dass wir uns mit faulen Eiern bedanken. Läuft. Und wir sind nebenbei wieder bei 20 Minuten angekommen. Gut, das geht ja schon wieder schnell. Ja. Deswegen würde ich sagen, war's das für diese Folge von SimCity Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und dann tschüss, ciao